Wenn ein bayerischer Kardinal in Rom etwas zu feiern hat, dann ist das auch auf dem riesigen Petersplatz kaum zu übersehen. Und die rund 300 mitgereisten Pilger aus dem Erzbistum München und Freising haben sich natürlich die Papstaudienz nicht entgehen lassen. Und auch Kardinal Friedrich Wetter nahm erstmal ein Bad in der weiß-blauen Menge. Im Zentrum der Weltkirche Menschen aus der Heimat zu begegnen, das ist für den Münchner Oberhirten schon etwas Besonderes. Vor allem, wenn man dann noch vom Papst persönlich begrüßt wird. Highlight der Gruß des Kirchenoberhauptes in die bayerische Ecke. Bei ihnen war es auch eine Freude, so viele Münchner zu sehen. Es waren ja viele bekannte Gesichter, die er aus seiner Münchner Zeit noch ganz gut kennt, anwesend. Anwesend auch wegen ihr, der Basilika Santo Stefano Rotondo, gelegen mitten im Herzen von Rom auf einem der sieben römischen Hügel, zwischen Lateranbasilika und dem Kolosseum. Eine Rundkirche aus dem 5. Jahrhundert, die ihrem Namen alle Ehre macht. Stefano Rotondo ist seit 1985 die Titelkirche des Münchner Kardinals. Johannes Paul II. Hat sie ihm zu seiner Ernennung als Zeichen der Verbundenheit zugewiesen. Nach vielen Jahren der Renovierung konnte Wetter sie nun in der vergangenen Woche mit einem festlichen Gottesdienst wiedereröffnen. Das Herzstück der Kirche ist die lichtdurchflutete innere Rotunde, die in ihren Maßen der Grabeskirche in Jerusalem nachempfunden ist und so eine Verbindung zwischen Orient und Okzident darstellen soll. Fresken zeigen die christlichen Märtyrer. Geweiht ist die Kirche dem heiligen Stephanus, der am 26. Dezember seinen Namenstag feiert. Kardinal Wetter kennt die Kirche übrigens schon seit vielen Jahren, aus seiner römischen Studienzeit. Und da gingen wir jeden Donnerstag nach Santo Stefano, haben dort gegessen und natürlich in der Kirche gebetet. Und vor allem am Fest des heiligen Stephanus haben wir dort die festlichen Gottesdienste gefeiert. Morgens ein feierliches Hochamt und am Nachmittag eine festliche Vesper. Und die Römer, die sind da in hellen Scharen gekommen. Die Kirche war voll und sie haben ihre Kinder mitgebracht, ihnen die Bilder gezeigt. Es war ein richtiges Volksfest. Wegen Baufälligkeit musste die Kirche aber immer wieder geschlossen werden. Deshalb kümmert sich seit vielen Jahren ein Freundeskreis um die Renovierung. Fast 1 Million Euro haben die 300 Mitglieder bisher gespendet. Denn Kirchensteuermittel gab es für dieses Projekt keine. Ein Bau, der 1500 Jahre alt ist, birgt natürlich eine Unmenge an Problemen, die zu lösen sind im Bereich der Archäologie, der Kunstgeschichte, auch des kirchlichen Lebens. Wir haben uns im Verein eine strikte Vorgabe gemacht und die hieß, wir mischen uns nicht in wissenschaftliche Diskussionen ein. Unser primäres Ziel ist, die Kirche so schnell wie möglich wieder für Gottesdienste zugänglich zu machen. Denn nur wenn die Kirche lebt, lässt sie sich in diesen Dimensionen erhalten. Ganz ist die Kirche noch nicht fertig, aber der Vorsitzende des Freundeskreises Thomas Frauenlob freut sich über jeden Fortschritt. Umso mehr, als er ab Herbst von Traunstein in den Vatikan wechselt. Die Zunahme der Touristen ist enorm. Es ist kaum mehr ein Ort da, an dem man nicht irgendwo mal wirklich in Ruhe Gottesdienst feiern kann. Und es sollte der Wallfahrtscharakter im Vordergrund stehen und nicht das Sightseeing. Und insofern denke ich, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich hier vor Ort bin, die Dinge ein wenig aus der Nähe beobachten kann, meine Kontakte zum Germanikum, die aus Studienzeiten ohnehin sehr gut sind, einfach lebendig halten und jetzt auch hier dafür sorgen, einfach das zu begleiten, die weitere Entwicklung hier direkt vor Ort. Und das ist der kurze Draht ganz günstig. Den Glauben an den auferstandenen Christus soll die Architektur dieser Kirche ausdrücken, sagte der Kardinal in seiner Predigt. Diese Kirche fasst das Zeugnis des Stephanus in Stein und lenkt so auch unseren Blick nach oben, damit auch wir im Glauben schauen, was Stephanus sehen durfte. Christus,
Eine neue lebendige Gemeinde auf der Basis dieser 1500 Jahre alten Basilika, das wünscht sich der Münchner Kardinal für seine römische Titelkirche.